Moin moin Leute, oh Gott, meine Frisur sieht heute mal wieder exzellent aus. Heute ist unsere Aufgabe hoffentlich mal ein bisschen chilliger, weil gestern den Rasen verlegen, boah, ich bin so platt, mir tut alles weh, meine Hände, ich kann gar nicht richtig greifen. Aber wie ihr seht, hier ist ja noch dieses McDonald's Spielgerüst von 1995. Ich habe so eine Plakette gefunden auf einem von den Teilen, da steht es von 1995 von Houseplay. Und Gavin hat uns gebeten, das Ding mal aufzubauen und das werden wir heute einfach mal den Tag über machen. Und gestern Nacht hat es geregnet und beziehungsweise heute Morgen hat es noch geregnet. Boah, Leute, wie hat's hier geschüttet, Alter. Das war so laut in unserem kleinen Wohnwagen hier drin, weil das halt so prasselt und dann, das ist ja nur so dünnes, keine Ahnung, was das ist, Metall oder so, keine Ahnung, oder Plastik. Auf jeden Fall hat das ganz schön laut geprasselt. Und ja, das ist das erste Mal, dass wir jetzt hier Regen haben, seit einem Monat oder anderthalb. Und gefällt mir nicht so gut, aber ist ja nicht so schlimm, weil wir sind ja bald weg. Leute, es ist 10 Uhr, wir haben gerade Smokey gemacht und das haben wir bisher geschafft. Also ihr seht, es ist nicht so viel. Aber das Wetter, ey, es ist richtig feucht dadurch, dass es heute geregnet hat. Ich bin klitschnass geschwitzt, weil es so heiß ist. Ich bin wirklich hier. Das ist der einzige trockene Fleck, den mein T-Shirt noch hat. Der Rest ist einfach komplett nass. Mir lief gerade der Schweiß die Arme und das Gesicht runter, als säße ich bei 80 Grad in der Sauna. Das ist der Wahnsinn. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. So krass, ey. Und es ist noch nicht mal so warm. Ich glaube, irgendwie 30 Grad oder sowas um den Dreh. Vielleicht ein bisschen kühler. Ich gehe mal gucken. Ja, Tatsache, es sind sogar so 29 Grad um den Dreh. 28, 29 Grad. Aber ich schätze mal, die Luftfeuchtigkeit liegt schon irgendwie so bei 70. Vielleicht noch ein bisschen höher. Also, boah. Naja, wir wollen mal weitermachen. Müssen ja auch noch irgendwie fertig werden. Das ist nicht so einfach, weil wir haben keine Ahnung, wie das Ding eigentlich aussehen soll. Plus, das kann nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise zusammengebaut werden, weil ein paar von diesen Halterungen festgenietet sind. Das ist also so ein bisschen so eine Art Puzzlespiel, nur dass man nicht kleine Puzzleteile hat, sondern so große Dinger, die einiges wiegen, weil das alles aus Metall ist und richtig schwer ist. Und ich bin mal gespannt, ob wir das heute noch schaffen oder ob das noch ein paar Tage in Anspruch nimmt. Auf geht's. Boah, ich bin so kaputt, ne? Ich bin richtig am Saften hier. Guckt euch das mal an. Aber es nimmt langsam Form an. Ich habe einen Plan, wie es zusammengehört. Es wird mehr, aber gleichzeitig auch wieder weniger, weil man muss ja ein bisschen puzzeln. Das heißt, manche Teile passen einfach nicht dahin, wo sie hin sollen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen was anderes ausprobieren. Und währenddessen ist gerade noch eine kleine Lieferung für einen Gavin gekommen. Nämlich einfach mal so ein Roadtrain mit einem Betonmischer hinten drauf. Der Betonmischer ist gar nicht für Gavin. Gavin hat aber einen neuen Rasenmäher, 7 Meter breit. Und den lädt er sich jetzt erstmal ab.